In diesem Video machen wir flink ein bewährtes Einsingen für dich bzw. euren Chor, indem wir hier schon mal alle wichtigen Aspekte eurer Stimme trainieren und aufwärmen, sodass du bzw. ihr euch schon mal für die nächste Probe oder das nächste Konzert eingrooven könnt. Los geht's! Oft ist es ganz gut, um erstmal anzukommen, den Körper auch ein bisschen zu lockern. Dafür kannst du jede Übung machen, die du gerne machst. Ansonsten würde ich vorschlagen, anders als ich, steh doch einfach mal kurz auf und mach Folgendes. Atme genüsslich ein, die Arme schweben dabei hoch über den Kopf. Und dann einfach ganz locker, auch wenn es seltsam aussieht, ein bisschen ausschütteln. Gleich nochmal. Genau. Und einfach dabei ausatmen und den Stress des Alltags loslassen. Und dann machen wir auch schon weiter mit unserer ersten Aufwärmübung. Mit dieser Aufwärmübung wollen wir die Stimme ein bisschen wachkitzeln und vor allem lockern und eventuelle Verkrampfungen loslassen, die wir noch mit uns herumtragen. Und zwar, denk mal einfach an was ganz Leckeres. Irgendwas, was du richtig gerne isst. Es könnte zum Beispiel ein Tiramisu sein bei mir oder Wassermelone oder was auch immer es für dich ist. Und wenn du was Leckeres isst und dir vorstellst, du kaust das gerade, dann machst du oft so ein genüssliches Mmm. Also ich mache das zumindest, du vielleicht auch. Und genauso ein genüssliches Mmm wollen wir jetzt auch mal machen. Mach das mal alle mit und genau, dabei kommt nämlich die Stimme ganz locker und gelöst in aller Regel. Und wir spüren schon mal ein bisschen Kribbeln an Lippen und Nase. Wenn du da also Kribbeln, sprich Resonanz spürst, ist das ganz gut. Mach das gleich nochmal. Und wenn du möchtest, klickst du jetzt auf Pause und machst einfach diese Übung noch ein bisschen weiter für dich. Jetzt machen wir dieselbe Übung, nämlich ein Summen, und zwar auf ein paar Tönen. Nur ein kleines bisschen, die Herren fangen hier unten an. Die Damen hier oben. Und ich mache es einmal vor, die Übung geht wie folgt. Einfach nur auf zwei Tönen ein lockeres Summen. Lass den Kiefer dabei schön locker und die Lippen auch entspannt. Und alle gemeinsam. Jetzt gehe ich hoch und hier machen wir dasselbe nochmal. Und noch einmal. Ich gehe wieder eins höher. Ganz genussvoll. Und wieder eins höher. Und gleich nochmal. Und wir gehen wieder runter. Und alle gemeinsam. Und nochmal. Das war auch schon die erste lockere Übung zum Reinkommen für die sanften Töne. Wichtige Ansage vor der nächsten Übung. Damit du in Zukunft schnell dieses Video zum Einsingen wiederfindest, speichere es dir jetzt in einer Playlist hier auf YouTube. Und es lohnt sich, dieses Video bis zum Ende zu schauen, denn da habe ich noch einen super Tipp für noch zeiteffizienteres Einsingen. Weiter geht's! Mit der nächsten Übung aktivieren wir das sogenannte Falsetto, oft auch Kopfstimme genannt, wie auch immer du es nennen möchtest. Auf jeden Fall singen die Damen viel häufiger im Falsetto als die Herren.
Herren. Aber auch für die Herren kann es sinnvoll sein, das Falsetto zu beherrschen und zu trainieren. Und genau das machen wir jetzt. Wir trainieren das Falsetto. Und gerade für die Herren ist es oft ein bisschen schwieriger, im Falsetto zu singen. Also wenn es noch nicht so richtig klappt, nicht verzagen, einfach weiter probieren und ganz konzentriert mitüben. Was vielen ganz gut tut, ist, um das Falsetto zu finden, ist einfach so einen Seufzer zu machen. Da atmen wir erstmal vorher ein, wie auf so einem leichten Gähnen. Und dann auf dem Vokal U seufzen wir einfach. Wir fangen relativ hoch an in der Lage, weil es da immer einfacher ist, das Falsetto zu finden, als in einer tiefen Lage. In der tiefen Lage tatsächlich ist es oft ziemlich schwierig, überhaupt im Falsetto zu singen. Also wir atmen ein. Und seufzen erstmal. Gleich nochmal. Und noch ein paar Mal. Prima. Und bevor du weitermachst und wir das auf Tönen singen, wenn du möchtest, kannst du diese Übung noch ein paar Mal machen. Klick dazu jetzt einfach auf Pause und mach weiter, wenn du fertig bist. Wir machen direkt weiter und trainieren jetzt das Falsetto auf Tönen. Und zwar fangen wir hier an. Ja, das sind die ersten Töne. Wir singen immer drei Töne abwärts. Wenn es für dich noch zu tief ist, um hier einzusteigen in deinem Falsetto, dann warte halt einfach, steig später ein. Und falls es dir zu hoch wird, dann hör einfach auf und steig später wieder ein, wenn wir auf dem Weg nach unten sind, so dass du immer in einer Lage singst, in der es für dich auch angenehm ist zu singen. Okay, die Männer und die Frauen, die fangen hier in derselben Lage an. Ich mache es einmal vor. Das war es auch schon, ja, das ist die Übung. Und alle gemeinsam und einatmen. Es geht, desto weiter öffnen wir den Mund. Ausreichend viel Luft. Immer gut einatmen. Gut. Sehr gut, das war's auch schon mit dieser Übung. Mit der nächsten Übung bringen wir etwas mehr Masse in deine Stimmlippen. Und diese Art zu singen, die wird oft auch Bruststimme genannt. Und vor allem in den tiefen Lagen fühlen sich da die Männer meistens sehr zu Hause.
Und das fällt ihnen auch durchaus oft leichter noch als den Frauen. Aber die Frauen können natürlich genauso gut diese Art zu singen verwenden, wenn sie möchten. Um das zu finden, um diesen Klang zu finden, rufen wir einfach mal so ein pöbelhaftes Ey. Ja, probiert's mal alle aus und Ey. Prima, ich gehe mal davon aus, dass das alle gemacht haben. Und vielen hilft es, wenn wir dabei schon bei der Einatmung denken, wir würden irgendwo reinbeißen, so, ja, und gehen in so eine Mundstellung dabei, als würden wir irgendwo reinbeißen. Probier es mal aus. Ey! Ey! Sieht vielleicht ein bisschen verrückt aus so, ja, aber es hilft wirklich den meisten dabei, diesen Klang zu finden. Prima. Jetzt, wo wir den Klang gefunden haben, machen wir gleich weiter mit einer Gesangsübung. Wir nehmen jetzt also den Vokal ä, so wie in echt oder ey, als wenn wir das sagen wollten, und singen wieder drei Töne abwärts. Wir beginnen hier auf dem Ton. Für die Damen ist das oft noch ein bisschen tief. Steigt einfach ein, wenn es in einer Lage ist, wo ihr gut mitsingen könnt. Ja? Ich mache es einmal vor. Ä. Okay, mit leicht rufendem Charakter. Okay? Und die Herren fangen auf jeden Fall an und die Damen eventuell auch. Gut einatmen. Genau. Und. Und hier. Auf jeden Fall mitmachen und wir gehen wieder runter. Okay, und für die tiefen Stimmen, die tiefen Männerstimmen, gehe ich noch ein bisschen tiefer, damit die auch zu ihrem Recht kommen hier. Thank you.
Okay, super. Wir haben jetzt bereits das Falsetto trainiert, wir haben auch die Vollschwingung trainiert und jetzt wollen wir das Ganze ganz nahtlos miteinander verbinden, denn viele Sänger sagen mir immer wieder, dass sie so eine Art Bruch in ihrer Stimme erleben und genau das wollen wir nicht. Das passiert nämlich nur zwischen Falsetto und der Vollschwingung. Und in dieser Übung werden wir die beiden ganz elegant miteinander verbinden. Und zwar haben wir oben den Vokal U in der Höhe und den Vokal A in der Tiefe. Und wir setzen wie vorhin an mit einer der ersten Übungen mit dem Hu, mit dem U oben. Und lassen den Ton so langsam runtergleiten. Und wechseln dann einfach irgendwann in diese Vollschwingung. Und macht diese Bewegung einfach relativ langsam, das Runtergleiten. Und sehr vorsichtig in diesem Übergang, den du spüren kannst wahrscheinlich, zwischen dem Falsetto und der Vollschwingung. Und ich würde dir auch empfehlen, in diesem Übergang tendenziell eher etwas leiser zu singen. Und das mal auszuloten, wie leise kannst du da sein? In der Regel kriegen wir so genau die Verbindung hin, den Bruch weg und eine nahtlose Verbindung zwischen Falsetto und Vollschwingung. Ich mache es dir nochmal vor. Oben das U, unten das A. Probier es gleich mit mir aus. Und wo du dort oben anfängst, das ist vollkommen egal. Hauptsache, du bist für dich in einer höheren Lage, in der du leicht im Falsetto singen kannst. Noch schneller kannst du dich mit diesem Video einsingen. Dort findest du dieselben Übungen, nur ohne die Erklärungen davor, die du jetzt bereits kennst. Und am Ende dieses Videos gibt es noch eine große Überraschung für dich, die ich jetzt noch nicht verrate. Deshalb klicke jetzt auf das Video und wir sehen uns dort. Happy Humming!